Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich über die Einladung, hier zum zweiten Mal hintereinander beim Weinstephaner Forum sprechen zu können. Mein Name ist Norbert Kühn. Ich bin Professor für Vegetationstechnik und Pflanzenverwendung an der Technischen Universität in Berlin. Bin aber hier an der TU München, besser gesagt in Weinstephan, ausgebildet worden, sodass ich zumindest den Ort und die Menschen hier recht gut kenne. Ich darf Sie heute durch diese Session führen. Ich bin nur der Stichwortgeber und der Inputgeber. Wir haben zwei Vorträge, die in dieser Session hier gehalten werden. Unsere Panel heißt Zukünfte grüner Infrastrukturen. Wir machen heute alles im Plural und bei diesen Zukünften grüne Infrastrukturen werden sprechen Frau Dr. Rieke Hansen zur Multifunktionalität öffentlicher Räume und Frau Dr. Mascha Guganik zur Vertical Farming und zum öffentlichen Raum. Ja, zuerst werde ich einen kurzen Input halten. Zukünfte grüner Infrastrukturen, urbane Pflanzenökologien für das Anthropozän. Also auch hier sind wir beim Plural. Ich wusste noch nicht, dass man Ökologien auch im Plural sagen kann, aber wir gucken mal, was da draus wird. Was sind aktuell die Anforderungen an die grünen Infrastrukturen, die wir haben? Wenn Sie verschiedene Broschüren sehen, wie den STEP Klima hier zum Beispiel für den Senat von Berlin, so steht hier immer die Erhaltung, Qualifizierung und Neuschaffung von Grünflächen, von kleineren Grünflächen ist notwendig und die Erhaltung und Optimierung der großen Grün- und Freiflächen. Also es geht immer um Neuschaffung von Grünflächen, es geht immer um Optimierung der bisher hier gemachten Grünflächen. Eine Möglichkeit, dies zu operationalisieren als Konzept, sind die grünen Infrastrukturen. Ich habe mich zuerst so ein bisschen zickig dagegen gewandt. Ich fand grüne Infrastruktur einen etwas sehr technischen Begriff. Inzwischen habe ich gelernt, dass er natürlich ein sehr wichtiger Begriff ist, um hier in die Politik diese Diskussion hineinzutragen. Und es war ja auch sehr fruchtbar, was hier in diese Diskussion hineingetragen, hier in die Politik hineingetragen worden ist. Man setzt sich dann natürlich quasi gleich mit den grauen Infrastrukturen, also grüne sind vielleicht dann genauso wichtig wie graue Infrastrukturen. Man kann nicht mehr sagen, eins ist wichtiger, anderes ist weniger wichtig. Aber auf diese Art und Weise hat man es eben geschafft, diesen Begriff hier zu platzieren. Wenn man dann sieht, woher das Ganze kommt, sieht man natürlich hier die Ecosystem Services. Also es ist vor allem aus der Ökologie heraus mit den Services, die hier gemessen werden und die dann letztendlich über die Infrastrukturen auch planerisch hier dann bearbeitet werden, also ein planerisches Instrument, um diese Ecosystem Services umzusetzen. Was man hier unschwer bei dieser Grafik auch sieht, ist, dass man hier natürlich sehr ökologisch denkt. Also da ist wenig Landschaftsarchitektur drin. Das sind ziemlich archaische Vorstellungen von Natur dahinter. Und es ist natürlich auch ein bisschen erstaunlich, da es ja diverse neuere Möglichkeiten gibt, um letztendlich auch grüne Infrastrukturen zu implizieren. Wir haben das gestern schon gehört in verschiedenen Vorträgen. Es gibt sehr viel, was eben durch Bürgerbeteiligung, durch Bürgerengagement entstehen kann, im Kleinen wie kleine Baumscheiben, im Großen wie zum Beispiel Parks oder dann auch Treffpunkte, die installiert werden. Es geht sehr viel zur urbanen Lebensmittelproduktion, dazu werden wir gleich einen Vortrag hören. Es gibt sehr viel zu Bauwerksbegrünungen, da wird viel geforscht und gemacht. Neue Formen des Stadtgrüns werden ausprobiert und Verwilderung und Wildnis werden in der Zwischenzeit auch als Konzepte in den Städten gemacht und sie haben immer mehr Zulauf. Es wird immer mehr auch diese verstanden, was damit in den Städten neu dazukommen kann. Ich gehe davon aus, dass es noch mehr von diesen Infrastrukturen gibt, die im Zuge des Anthropozäns zumindest in unsere
westlichen Städte hineinwandern werden. Herausgreifen möchte ich die Lebensmittelproduktion, auch wenn das als Produktion natürlich so ein Stück weit verkauft wird. Ich glaube nicht, dass hier wirklich viel produziert wird. Das ist dieses Jahr im Herbst eben auf dem Tempelhofer Feld gewesen. Meiner Meinung nach geht hier sehr viel natürlich auch über die soziale Komponente. Es geht darum, letztendlich Menschen wieder, oder es ist, dass Menschen sich freiwillig wieder mit der Idee versöhnen, die Natur zu betrachten, mit der Natur zu arbeiten, etwas selber zu produzieren, finde ich einen unglaublich tollen Gedanken, unglaublichen Fortschritt, weil er letztendlich auch dazu führt, einzusehen, wie schwierig es auch ist, zu produzieren. Es gibt andere von diesen Urban Farming-Geschichten, die dann etwas professioneller aufgezogen sind, wie hier zum Beispiel in Kopenhagen. Aber auch dort werden nur Lebensmittel für 80 bis 100 Leute produziert. Es ist keine Möglichkeit, diese 80 bis 100 Leute wirklich das Jahr über täglich mit Lebensmitteln zu produzieren, zu versorgen, aber sie bekommen immerhin so ein Stück weit dadurch geliefert, was eben lokal wächst, und sie sehen, wie es wächst und mit welchen Schwierigkeiten es letztendlich auch produziert wird. Das finde ich einen unglaublichen Fortschritt gegenüber der Idee, einfach in den Supermarkt zu gehen. Was ich ein Stück weit heute noch vertiefen möchte, ich denke, diese neuen Formen der grünen Infrastruktur werden wir anschließend sehr schön in den beiden Vorträgen hören, ist die Frage, wie die Pflanze durch den Klimawandel selber herausgefordert wird. Wir gehen immer davon aus, dass wir die Pflanze brauchen, um uns an den Klimawandel zu adaptieren. Aber auch die Pflanze wird durch diesen Klimawandel verändert. Sie wird in ihren Möglichkeiten eingeschränkt und wir werden sehr viele Veränderungen auch von dieser Seite wahrnehmen können. Also betroffen hier wieder aus dem Step Klima, ein Zitat, sind diejenigen Berliner Grünflächen, die wichtige stadtklimatische Ausgleichsfunktionen wahrnehmen. Also die wir brauchen, sind besonders betroffen. Das ist jetzt nicht gerade eine gute Message, die hier rüberkommt. Von was sind Sie betroffen? Wir gehen immer von Durchschnittstemperaturen aus. Wir hören 1,5, 2,0, und Leute, die sich nicht groß damit beschäftigen, denken sie, fein, dann haben wir es in Zukunft hier wie in Rom und wir können den ganzen Sommer über draußen sitzen und unseren Cappuccino trinken. Das ist den meisten Menschen nur sehr schwer vermittelbar, was letztendlich das bedeutet. Das eigentlich Wichtige steht drunter. Die Extremereignisse nehmen zu. Die werden auch wahrgenommen. Heftiger Regen oder wie heftige Trockenheit in diesem Jahr. Was auch wichtig ist und was noch viel zu wenig wahrgenommen wird und was insbesondere für den Wachstum der Pflanzen ist, wichtig ist, ist die Veränderung der Periodizität von Wetterereignissen, dass also plötzlich lange Perioden Trockenheit kommen oder wie wir es letztes Jahr haben, lange Perioden Regen kommen. Also plötzlich, wir haben keinen schnellen Wechsel mehr, sondern es kommt eine lange Periode, dann kommt wieder eine lange Periode. Also dass die Periodizitäten sich verändern und dass die jahreszeitlichen Wetterphänomene sich verändern. Wir haben üblicherweise feuchte Frühjahre. Die brauchen wir, damit unsere Bäume wachsen. Die letzten 5, 6 Jahre, zumindest in Berlin, hatten wir trockene Frühjahre, was bedeutet, dass die Bäume überhaupt nicht ins Wachsen kommen und den Wasservorrat des Bodens nützen müssen, der eigentlich vom Vorjahr entstanden ist, der vielleicht im Winter oder im Herbst des Vorjahrs entsprechend entstanden sind. Was folgt daraus? Zunehmende Stressphänomene, die kann man unschwer sehen, wenn man offenen Auges durch die Stadt geht. Auch hier veränderte Phänologie, also entweder früheres oder späteres Austreiben, Arealveränderungen, Rückgang der Arten, Einwanderung von Arten, biologische Invasionen und die Auswirkungen ökologischer Wechselwirkungen, wenn wir systemar denken. Das wissen wir noch gar nicht so richtig, was dahinter steckt. Aber da könnte auch noch einiges auf uns zukommen, sodass wir davon ausgehen, dass sich letztendlich auch die Vegetationsgemeinschaften hin verändern. Ein kleiner Ausblick habe ich hier mal. Im forstlichen Bereich hat man das relativ gut untersucht. Hier sehen Sie ein Ökogramm zwischen Jahresdurchschnittstemperatur und den durchschnittlichen Niederschlägen. Was grau ist,
zeigt das, was die Art letztendlich ertragen kann. Das, was dunkel umrandet ist, ist das, was Deutschland bislang dargestellt hat. Das, was hell umrandet ist, zeigt, was es in Zukunft sein wird. Wir sehen zum Beispiel, dass die Pflaumeiche eine Baumart ist, die letztendlich zumindest den Durchschnittswert nach wunderbar in unsere Klimabereich hineinwandert. Das heißt, wir werden überall in Deutschland in Zukunft Pflaumeneiche pflanzen können. Das wird kein Problem sein. Während die Lärche und auch oben die Fichte bei uns letztendlich herauswandern. Das heißt, dass es wird nur noch in einigen extremen Situationen überhaupt klimatisch sinnvoll sein, Fichten oder Lärchen zu pflanzen. Das ist für uns Landschaftsarchitekten jetzt nicht das Problem. Fichten pflanzt eh keiner. Aber natürlich für die Förster ist es ein großes Problem, aber sowas kann man natürlich auch für andere Baumarten sich noch darstellen. Potenzielle zukünftige Pflanzenökologien. Ich male mal ein bisschen schwarz. Die Trennung zwischen Stadt und Land ist aufgehoben, Grenzen verschwimmen, es wird kein Innen und kein Außen mehr geben. Also es werden Neophyten rauswandern und es wandern schon viele Pflanzen, aber auch Tiere, das wissen wir ja inzwischen, in die Städte hinein. Das heißt also, hier wird es eine Vermischung geben. Extreme Ereignisse bestimmen die Verbreitung der Arten, das wissen wir, nicht Durchschnittswerte. Und wegen der Extremereignisse werden wahrscheinlich K-Selektierte mit langen Lebensarten es zunehmend schwerer haben und Pionierarten und R-Selektierte werden wahrscheinlich zukünftig Vorteile genießen. Das heißt, dass wir müssen uns damit mit schnellerem Arten-Turnover gefasst machen, auch weil die Arten wahrscheinlich schneller wachsen, zumindest dann, wenn es warm ist und zugleich feucht ist. Einzelne Arten werden Krankheiten bekommen. Das ist kein Klimawandel, das ist in der Regel Globalisierung, aber das geht ja eine ziemliche unheilige Allianz ein, wie jetzt zum Beispiel die Esche, die wir nicht mehr verwenden können, wie den Buchsbaum, den wir nicht mehr verwenden können, wie die Kastanie, die wir nicht mehr verwenden können und so weiter. Da wird noch einiges auf uns zukommen und die Ausbreitung etablierter fremdländischer Arten wird weiter zunehmen. Sie werden heimische Arten ersetzen und teilweise auch deren Ökosystemfunktionen übernehmen. Das sollte uns klar sein. Deshalb sollten wir dann ein bisschen vorsichtig drauf gucken und nicht alle nicht heimischen Arten verbannen. Letztendlich werden Novel Ecosystems entstehen. Das ist eine Theorie, das in den letzten Jahren sehr weit publiziert worden ist. Also Artenzusammensetzungen, die neu sind, die anders sind, die sich schneller verändern, die letztendlich auch andere Wirkungszusammenhänge haben. Wie das aussieht, wissen wir noch nicht, aber im Grunde genommen aus Sicht der Ökologie ist es ein tolles Experiment, was da abläuft. Ob es für uns toll ist, das werden wir noch sehen. Wenn wir in den Bereich der kultivierten Gärten, Parks hingehen, dort wollen wir ja in der Regel Zustände erhalten und da ist es wirklich auch so, dass wir die wahrscheinlich nur mit höherem Aufwand und mit höherem Input erhalten können. Gut, ich möchte sich nicht ganz so erschrecken, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich da ein Stück weit Abhilfe zu schaffen. Das war jetzt nicht so gut, was ich da gemacht habe. Sorry. Jetzt sind meine 5 Minuten, glaube ich, auch gleich vorbei. Okay, also die Idee der Resilienz. Die Resilienz kommt aus der Ökologie, zumindest wird es in der Ökologie aufgenommen. Es gibt auch andere Wissenschaften, die sich auf die Resilienz berufen. Und die Idee ist, Systeme zu entwickeln, die im Grunde genommen auf Störungen so reagieren, dass sie wieder nach einer gewissen Zeit ins Gleichgewicht kommen, dass sie also Störungen ertragen können. Das wäre natürlich eine sehr schöne Idee und ist ein bisschen so ein Heilsversprechen. Aber die Idee ist, wie werden nun Systeme resilient? Und um Systeme resilient zu machen, ist es natürlich so, dass man diese Stabilität, die man sich von ihnen verspricht,
auch vorher erst einmal schaffen muss. Das heißt also, man kann nicht davon ausgehen, dass ein System einfach resilient ist, sondern man muss schauen, wie schafft man es denn, dass ein System resilient ist. Ich habe jetzt mal auf Ökosysteme und deren Prozesshaftigkeit geguckt und mal geschaut, wie schaffen es eigentlich Ökosysteme, natürliche Ökosysteme, resilient zu werden. Und hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass diese Systeme redundant sind, dass es also ein Zweitsystem gibt, was im Ausfall das erste System übernehmen kann, dass eine große Pufferung möglich ist, dass Dinge also abgepuffert werden bis zu einem gewissen Grad, sodass sie nicht auf das System einwirken, dass Speichermöglichkeiten vorhanden sind, also Ökologie erstes Semester, da hört man von Sinks, dass also plötzlich Dinge in der Landschaft gespeichert werden können. Wichtig ist, dass wir eine hohe Diversität haben. Auch das natürlich eine Idee von Redundanz, aber auch eine Idee davon, dass komplexe Beziehungen sich ausbilden und dass wir Zeit haben, dass diese Komplexität reift. Das heißt also, dass sich diese Systeme auch letztendlich dann in ihrer ganzen Komplexität und ihren Wirkungszusammenhängen ausbilden können. Also das sind Dinge, die man machen kann, die man dem Ökosystem abschaut, wo man im Einzelnen schauen muss, was letztendlich sich dahinter verbirgt, was das eben letztendlich heißen kann. Aber das sind natürlich Dinge, wie sie zum Beispiel auch schon in vielen Bereichen angewandt werden. Und wenn ich nach Dänemark gucke, wenn ich hier nach Kopenhagen schaue, hier den Tanzingeplatz, dann kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich schon eine Möglichkeit ist, zumindest beschränkt hier im gewissen Bereich auch so eine Resilienz herbeizuführen. Gut, meine Damen und Herren, das war mein kurzer Input. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Gut, als nächstes möchte ich Rike Hansen aufrufen natürlich. Und sie wird uns über Multifunktionalität öffentlicher Räume berichten. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das ist ja auch ein Thema, was weit diskutiert wird und wo es sicher Möglichkeiten, aber auch Grenzen geben wird.